Seit wir geboren sind, essen wir eigentlich jeden Tag. Und seit Supermärkte gibt es, müssen wir uns ja nicht mehr darum kümmern, dass wir das Essen bekommen. Und dadurch wertschätzen wir gar nicht mehr, was wir essen. Wir schenken dem Essen meistens viel zu wenig Aufmerksamkeit. Zumindest ist es bei mir so, dass ich meistens, wenn ich was esse, auf Social Media unterwegs bin, am Fernsehen tue oder mit Leuten rede und mich gar nicht aufs Essen fokussieren kann. Dadurch habe ich mich entschieden, dass jetzt 5 Tage gar nichts ist. Und wie sich das Ganze auf mich ausgewirkt hat, ob ihr Essen jetzt wieder mehr wertschätzt und was es mit meinem Körper gemacht hat, erfahrt es in diesem Video. Schon am Sonntag, guten Morgen. Wir haben es gerade wirklich in der Früh, weil es ist gerade einmal 8.21 Uhr und ich weiß nicht, ob man es sieht, aber Donnerstag, 9. Dezember. Und ich stelle mir halt eine Challenge und zwar dauert die nächsten 5 oder 6 Tage, da bin ich mir noch nicht sicher. Und zwar werde ich nichts mehr essen in der Zeit. Also wirklich 0 Kalorien, nur mehr Wasser, Kaffee, Tee und Zitronenwasser. Mehr mache ich mir nicht. Und ja, ich bin schon extrem gespannt, wie sich das auf mich auswirkt. So was Heftiges habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht bis jetzt. Und warum macht man sowas überhaupt? Das ist extrem gesund anscheinend. Man kann extrem gut entgiften. Und ich wollte einfach mal schauen, ob ich überhaupt so lange nichts essen schaffe. Weil es ist, glaube ich, schon ein wenig Überzeugungskraft da, dass man sagt, okay, ich werde das jetzt wirklich nicht tun. Heute erster Tag. Ich habe seit gestern 8 Uhr nichts mehr gegessen und am Anfang möchte ich mich noch schnell wiegen bzw. ein paar Körperproportionen abmessen, weil ich erstens schaue mich halt nie meine Muskeln an, das sind mir eigentlich sehr wichtig und die möchte ich nicht verlieren und zweitens möchte ich auch schauen, wie viel Gewicht ich trotzdem verliere. Wenn ich das dann ungefähr so sehe, kann ich mir hoffentlich auch schauen, wie viel Fett ich verloren habe. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren, was ihr glaubt, wie viel Gewicht ich verliere nach den paar Tagen. So, und das Gewicht ist wahrscheinlich der entscheidendste Faktor von dem her. Stellen wir uns drauf. Ich habe Jeans an und Kamera 77,8 Kilo. So, das sind gute 38, vielleicht ein wenig mehr. Ich weiß nicht, ob man es da gut sieht, aber da sind es ungefähr 38. Ungefähr im Brustumfang. Dann sind wir bei 90. Auch noch wie ohne Ausspannung oder so, habe ich jetzt um die 82. Ich bin extrem gespannt, ich bin extrem hyped und ich würde sagen, jetzt gehen wir loslegen, jetzt starten wir mit der Challenge. 5 bis 6 Tage nichts essen, auf geht's. Los geht's. So, normalerweise würde jetzt mein Intervallfasten aufhören, weil wir haben es jetzt genau 12. Da, 55. Und bei mir macht sich der Hunger schon erkennbar. Ich weiß zwar nicht, ob das da ist, weil ich einfach nur daran denke, dass ich nichts essen darf. Ich glaube nämlich, dass eher das ist, weil so einen wirklichen Hunger habe ich jetzt nicht. Aber ich denke die ganze Zeit daran, dass ich was essen kann und ich glaube, das ist das Schlimme. Bei mir gibt es jetzt zum Mittagessen Tee. Den lasse ich mir jetzt auf jeden Fall mal schmecken und ja, so wird auch die restlichen 5 Tage wahrscheinlich mein Mittagessen ausschauen. Einfach ein guter, entspannter Tee. Und kennt ihr das, wenn euch so langweilig ist oder ihr schon zum 5. Mal im Kühlschrank geschaut habt und einfach nichts zum Essen findet? Irgendwie habe ich das Gefühl auch die ganze Zeit, aber obwohl wir was zum Essen da haben, das heißt, es ist noch schlimmer. Ich habe zwar noch überhaupt keinen Hunger, Hunger habe ich noch gar keinen, aber ich habe so einen Guster. Und ich glaube, das ist aber, wenn man das einfach so einredet, dass ich die ganze Zeit was essen will. Das war nämlich gestern schon so schlimm, wo ich dann gewusst habe, so, ich darf jetzt bald nichts mehr essen. Da war das dann auch schon die ganze Zeit so da und ja, keine Ahnung. Aber vom Hunger her geht's voll. Ich habe überhaupt noch keinen Hunger. Wir haben es jetzt so 3:30 am ersten Tag. Da war noch alles chillig. Ich werde jetzt einmal trainieren, schauen, wie das funktioniert. Aber ich glaube, da ist der erste Tag eigentlich auch noch kein Problem. Und was man auf jeden Fall jetzt schon auffällt, man hat extrem viel Zeit. Also sonst verbrauchst du trotzdem einige Zeit. Kochen, Essen, Anwaschen und so weiter. Das ist ja alles eine Zeit, die was man jetzt eigentlich hat. Dabei geht es mir noch sehr gut. Ich bin zwar etwas müde, aber wer ist einen Kaffee hertrunken, könnte da wegen dem liegen. Weil normalerweise bin ich jetzt schon bei meinen Zeiten. Und bei meinem Ingwer-Shot, den was ich immer am Nachmittag drin, der geht mir auch weniger. Hat eigentlich voll passt. Ich habe jetzt nicht irgendwo gemerkt, dass ich schwächer war oder so, aber es war eine extreme Überwindung.
weil ich war davor extremiert und irgendwie habe ich mich auch nicht so gefühlt, wie wenn ich heute trainieren sollte. Und ich angefangen habe, ich sehr viel gegangen. Ich habe nicht irgendwo jetzt gemerkt, dass ich schwächer geworden bin. Im Gegenteil, ich bin sogar bei Handstandliegestütz um eine Wiederholung stärker geworden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Ich kann mir es irgendwo nicht vorstellen, dass man gar keine Kraft verliert, beziehungsweise dass man nicht irgendwie dann das Training einfacher machen muss oder so, aber mal schauen. Jetzt ist es voll gemein, weil meine Freundin hat mir einen Adventskalender gemacht und da war jetzt immer Süßes drin. Und jetzt darf ich halt nicht. Das ist ein wenig zack, weil dann darf ich jetzt wirklich gern essen. Beziehungsweise da das Merci. Aber es sei mir nicht gegönnt. Jetzt zum Abendresümee. Ich habe zuerst noch meditiert und da muss ich sagen, ich habe echt gut meditieren können. Ich bin extrem ruhig gewesen, bin schnell runtergekommen, es hat eigentlich alles gepasst. Aber was ich auf jeden Fall merke, ist, dass mein Kopf nicht mehr funktioniert, weil irgendwie kann ich nichts mehr gescheit reden. Ich habe das jetzt 500 Mal aufgenommen und ich weiß nicht, ob da was Gescheites zusammengekommen ist. Ihr werdet es dann im Video gesehen haben. Ja, keine Ahnung. Ich gehe jetzt einmal schlafen, versuche das Ganze zu verarbeiten und wir schauen, wie es morgen wird. Wir haben jetzt Tag 2 der Challenge. Ich muss sagen, heute war mir eigentlich den ganzen Tag kalt. Ich habe dann versucht, immer mehr Tee zu trinken. Und ja, jetzt habe ich mich dazu entschlossen, dass ich mich draußen sitze, wegen der Sonne genieße. Heute ist mein Ruhetag, heute werde ich keinen Sport machen. Ich glaube, ich könnte keinen Sport machen. Heute, mir geht es echt nicht so gut. Ich fühle mich sehr schwach. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Gefühl ist oder ob das auch wirklich so ist. Ich kann nicht recht produktiv sein, weil ich extrem müde bin und mir extrem kalt ist. Manchmal wünscht man sich einfach von seiner Familie, dass man unterstützt. Wenn wer so eine Challenge macht, vielleicht auch sagt, hey, wir essen ein wenig weniger oder so. Dann gibt es Leute wie in Lars, die was jetzt anfangen, auf einmal Lebkuchenteig zu backen. Danke. Danke für nichts. Ich denke mir die ganze Zeit, was ich essen werde wieder. Man kann halt nicht alles haben im Leben. Machen ist ein einfaches Leben vergund. Und machen müssen schwierige Herausforderungen bewältigen. Denkt euch selber euch einen Teil, was ihr dazu gehört. Ich gehöre zu Teil 2. Ich muss sagen, zu Teil 2 zu gehören, hat Höhen und Tiefen. Jumpsinger ist gerade bei einer Tiefe. Ende von Tag 2, beziehungsweise sind wir schon ein wenig drüber. Ich werde jetzt ins Bett gehen und hoffen, dass es morgen besser wird. Der Tag war echt nicht so geil, wie ich mir gedacht habe. Ich werde mir jetzt ins Bett dann schlafen und ja, und wir sehen sie morgen. Ich bin raus. Ciao. So, guten Morgen, my friends. Ich habe mir seit langem wieder mal keinen Wecker gestellt. Wir haben es jetzt kurz vor 12 Uhr und habe mir halt vorgenommen, ich starte extrem positiv in den Tag, weil es all about the mindset. Von dem her, let's go. So, ich habe da meinen wohlverdienten Kaffeechen und schneide jetzt das Jumpsy-Video für die letzte Woche. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt auschecken. Da oben ist sicher irgendwo in der Infokarte verlinkt, beziehungsweise wahrscheinlich in der Beschreibung auch. Dann würde ich sagen, mache ich das jetzt mal. So, während es bei mir weiterhin Tee gibt, wird im Hintergrund das Video gerendert. Ich habe was gefunden und zwar so ein Dehn-Yoga-Training extra für Calisthenics. Und da ich mich viel schwach fühle für normales Training, beziehungsweise eher beim Stirnsteigen und so, relativ anstrengend ist, werde ich jetzt eben das machen. Mal schauen, wie es mir dabei geht. Und ja, einfach, dass ich mich ein wenig bewege, weil ich sitze bzw. liege den ganzen Tag. Ich habe zuerst dann einmal kurz geschlafen. Und ja, jetzt geht mir Bewegung auch schon langsamer. Von dem her probieren wir jetzt einfach mal, ob das funktioniert. Das war jetzt so anstrengender als gedacht, aber was soll's, ich sollte ja normalerweise trainieren, von dem her passt es schon. Ich werde mir jetzt mal wieder was zum Trinken herrichten, ich würde echt gerne was essen, aber ich darf ja noch nicht. Obwohl ich sagen muss, Hunger ist wirklich die ganze Zeit eigentlich kein Problem gewesen. Ich habe mir zwar gestern ein wenig gedacht am Abend, dass ich einen Hunger habe, aber das ist glaube ich eher Guster gewesen. Ich habe einfach Bock auf was zum Essen, aber ich habe jetzt nicht wirklich einen Hunger. Wir haben jetzt 72 Stunden geschafft, heute ist auf jeden Fall um einiges besser gewesen wie gestern.
Gestern war ich einfach extrem fertig und habe gar nichts machen können. Heute ist ein wenig was gegangen. So, willkommen zum Fazit von Tag 4. Heute habe ich nichts gefilmt, weil der Tag war halt echt entspannend. Ich habe gefühlt nichts da. Ich war halt duschen und habe mich dann angetrocknet danach. Und das war gefühlt das Anstrengendste, was ich jemals gemacht habe. Aber seit ich da mitgekriegt habe, dass es nicht mehr so lang ist. Und zwar haben wir es jetzt 0.05 Uhr. Das heißt, es sind noch genau 20 Stunden, bis dass ich was essen darf. Seitdem ist meine Motivation wieder da. Weil ich einfach weiß, dass ein Ende da ist. Die 5 Tage neigen sich echt dem Ende zu. Ich mache auf keinen Fall einen 6. Tag. Jetzt gehe ich schlafen, schau, dass ich den Tag morgen noch irgendwie umbringe. Wir sehen sie morgen. So, wir haben es jetzt den 5. Tag. Wir haben es 9,5 Stunden vor Ende der Challenge. Ich werde mich trotzdem jetzt schon wiegen, weil ich einfach was trinken werde wieder. Ich bin gerade aufgestanden. Dann was getrunken habe und so, dann ist das Gewicht verändert. Von dem her werde ich mich jetzt schon mal wiegen, dass wir sehen, wie viel ich angenommen habe. Weil ich glaube, in den 9,5 Stunden wird es jetzt nicht mehr so viel ändern. Ich gestartet habe ich mit 77,8. Ich habe extra wieder China gezogen. Ich kann es euch mal da auf der Seite zeigen. Ich habe auf jeden Fall was angenommen. Jetzt stellen wir sie mal auf die Waage. Das heißt, genau die 5 Kilo, was ich vermutet habe. So, dann kommen wir mal zum Formcheck. Ich würde auf jeden Fall sagen, man merkt, dass ich was angenommen habe. Und ja, jetzt schauen wir noch, ob ich auch Muskelmasse verloren habe, wie viel am Bauch weggegangen ist und wie viel am Bizeps bzw. an der Brust weggegangen ist. Und dann wissen wir, ob ich Muskelmasse verloren habe bzw. wie viel Fett ungefähr weggegangen ist. Ja, um die 37. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall was verloren. Schreckt mich fast, ist ein wenig viel. Jetzt gehen wir mal auf die Brust und schauen, ob wir da auch was verloren haben. Da sind wir so bei 87. Das heißt, da habe ich auch ein bisschen was verloren. Jetzt schauen wir sich noch im Bauch an. Hoffentlich habe ich dann da auch was verloren. Beim Bauch habe ich 79. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel ich davor gehabt habe, aber ich glaube, ich habe auch auf jeden Fall was verloren. Aber schreckt mich fast ein wenig, dass ich wirklich, ich glaube, um die 2 cm im Bizeps verloren habe. Auf der Brust ungefähr 2 cm. Ich meine, es wird jetzt nicht so schlimm sein, weil sobald ich wieder was esse, sobald ich mein Eiweiß reinkriege, wird das relativ schnell wieder aufgebaut werden. Aber ich werde jetzt sicher einen Monat oder so weniger Muskeln haben wie sonst. Ja, jetzt bin ich noch gespannt, wie es mir heute den letzten Tag geht, beziehungsweise wie es dann wieder wird, wenn ich was esse. Anscheinend sollte das ja voll die Geschmacksexplosion sein. Dann nehme ich heute noch mit bis zum Essen und danach gibt es dann noch mein Fazit, wie es mir in die 5 Tage wirklich gegangen ist, beziehungsweise ob ich es weiterempfehlen kann und so weiter. So, wir haben es. Endlich 8 Uhr. Die letzten paar Stunden sind jetzt gar nicht mehr vergangen. 120 Stunden nichts gegessen. Ich freue mich schon so auf meine Suppen. Falls sich der eine oder andere jetzt fragt, warum ich nur Suppen esse und nicht irgendwie eine Pizza oder so, das ist einfach, dass sich der Morgen wieder ein wenig daran gewohnt, dass er jetzt was tun muss, weil der hat jetzt einfach 120 Stunden nichts tun müssen. Ich nehme euch jetzt beim ersten Bissen mit, danach würde ich das einfach für mich selbst genießen. Und ja, Mahlzeit. Ich habe übelst Bock. Na gut, ich muss das jetzt genießen. Fazit und alles mache ich morgen, wie es mir dann geht. Wenn ich wieder was gegessen habe, von dem her sehen wir sie morgen am 6. Tag. So, kommen wir zum Fazit. Wir haben es jetzt Dienstag. Wie ist mir gegangen? Was sind meine Erfahrungen? Was kann ich euch weitergeben? Ich habe mir es nicht so hart vorgestellt, das kann ich gleich von Anfang an weg sagen. Es war bis jetzt die härteste Challenge, was ich jemals gemacht habe. Aber es war eine extrem wichtige Erfahrung für mich, dass ich es überhaupt damit gemacht habe. Und ich kann mir gut und gerne mal vorstellen, dass ich es in ein paar Jahren nochmal mache. Aber wahrscheinlich mit dem zweiten oder so, das bedeutet dann leide ich nicht allein, sondern dann leide wer mit mir. Weil so allein, wenn jeder rund um die ist, dann ist das schon ein wenig anstrengend. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt einen Tag später drauf schaue, muss ich sagen, es hat mir eigentlich schon taugt. Das war schon ganz interessant, damit zu sehen, wie der Körper da agiert. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich so schwach war, weil eigentlich die meisten gesagt haben, dass die Kraft beibehalten haben. Also Training ist ja bei mir gar nicht gegangen. Und ich habe dann heute das erste Mal wieder trainieren können und das hat mich einfach extrem zart. Und ich kann euch damit sagen, wie das Ganze jetzt ausgeschaut hat, nachdem ich wieder ein paar Kalorien in mir drin gehabt habe, wie ich da aufgepumpt war. Das war eigentlich ganz cool. Und vor allem einfach wieder mal trainieren können und sich wieder bewegen können und dass nicht aufpassen muss, dass der irgendwie schnell kalt wird oder so. Das sind schon Sachen, die was mir jetzt, sage ich mal, nicht angegangen sind und
generell Essen, allein das Gefühl, wenn du was zum Kauen hast, ist einfach extrem wichtig. Und da sieht man mal, wie leichtsinnig ich und wahrscheinlich viele von euch auch essen, ohne dass wir wirklich darauf achten, was für ein Privileg das eigentlich ist, dass wir jeden Tag was essen können. Und ich ist jetzt eigentlich nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das muss mir extrem schmecken oder so, sondern eher so für, es muss funktionieren. Aber ich habe trotzdem gemerkt, wie mir das angegangen ist, dass ich wirklich einen Geschmack im Mund habe, der was mir wirklich auch schmeckt. Weil ich kann nur so viel Ingwertee und so trinken, aber das hat nach der Zeit echt nicht mehr geschmeckt. Die positiven Dinge daran waren, ich habe mich extrem wohl gefühlt. Ich habe eine extreme innere Ruhe gehabt. Ich habe vielleicht nach außen nicht immer so gewirkt, weil mein kleiner Bruder die ganze Zeit hergekommen ist und mein Essen vor die Nase gehalten hat. Aber innerlich war ich extrem ruhig. Mich hat nichts aufgeregt oder so. Ich war extrem entspannt. Und wie ich meditieren habe da, ist das extrem entspannend gewesen. Also ich muss sagen, das war echt geil. Weiters finde ich spannend, dass ich eigentlich die ganze Zeit keinen Hunger gehabt habe. Es war wirklich nur Guster vom ersten Tag bis zum letzten. Aber ich habe nie einen Hunger gehabt, mein Bauch hat nie irgendwie Knurren angefangen oder so. Also da bin ich echt froh. Ich glaube aber, es liegt auch daran, dass ich extrem viel Wasser getrunken habe. Ich habe 7 Liter pro Tag getrunken, das ist einfach extrem viel. Und das war extrem wichtig, weil sonst hätte ich einfach, glaube ich, gar nichts können und dann hätte ich sicher einen Hunger gekriegt. Wenn du das Ganze jetzt ausprobieren möchtest, ich kann das auf jeden Fall empfehlen, dass man es einmal ausprobiert. Du solltest dich auf jeden Fall weiter informieren, weil ich habe es vielleicht auch nicht richtig gemacht, beziehungsweise kann man es wahrscheinlich um einiges besser machen wie. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt was mitnehmen können. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr es schon mal ausprobiert habt, beziehungsweise ob ihr das gerne mal ausprobieren möchtet. Und vergesst nicht zum Abonnieren, dass ihr nicht weitere Selbstexperimente verpasst. Und ja, wir sehen uns dann nächstes Video. Ciao. Wieso sollte man den Jomsi-Kanal abonnieren? Warum soll man den Jomsi-Kanal abonnieren? Weil es da viel spannende Videos gibt, viel Challenges. Es geht um Alkohol, was ist mehr? Jawohl, wichtig. Alkohol, Drogen.